Ich wünsche mir wirklich, dass die Ankündigung von Jens Spahn, dass es zum 1. März klappt, dass alle kostenfrei geimpft werden, getestet werden können, dass es funktioniert. Nur ich sage Ihnen auch, beim Thema Impfen haben wir gemerkt, können wir den Ankündigungen von Jens Spahn nicht glauben. Da wird jetzt immer weiter korrigiert und Daten werden nach hinten geschoben. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir die nächste Enttäuschung schaffen. Also bei mir im Wahlkreis standen die Leute schon auf der Matte und wollten wissen, wo sie denn genau am 1. März sich testen lassen können. Das ist für viele ja ganz wichtig, wenn sie zum Beispiel zu ihren Eltern fahren oder wenn sie unterwegs sind, auch beruflich unterwegs sind. Also wo kann man das eigentlich machen? So, und da sind viele Fragen, die Jens Spahn bis heute überhaupt nicht beantwortet hat. Also genau die Frage, an Aber welchen Orten passiert warum das? drängen Wer Sie dann bezahlt das nicht? eigentlich? Warum Und drängen Sie, ich warum fragen Sie nicht natürlich, nach? Sie sind ja der natürlich, Koalitionspartner. schön. Natürlich drängen wir, aber wir haben jetzt, das ist ein Kabinett, das ist ein Corona-Kabinett, da werden diese Dinge besprochen. Sie haben heute vielleicht auch das Interview von Malu Dreyer gelesen, die den Druck aus den Ländern macht. Wir machen doch Druck. Wer? Aber am Ende ist es doch eine Frage auch, ob Jens Spahn seine politischen Vorhaben per Twitter verkündet oder ob man das auf Ministerpräsidentenkonferenzen, ob man das im Kabinett, ob man das in der Runde auch mit den Gesundheitsministern der Länder macht und dort Dinge ordentlich vorbereitet. Und ich erlebe jetzt, dass hier Politik per Twitter gemacht wird und in einer Phase, wo wir Vertrauen verloren haben, weil das mit dem Impfen nicht funktioniert, da jetzt das nächste on top zu setzen, das läuft eine große Gefahr, dass wieder Vertrauen verloren geht. Und ich wünsche mir, dass Jens Spahn das hinkriegt zum 1. März. Es wird nicht daran scheitern, dass die SPD nicht unterstützt oder dass wir nicht ausreichend Druck machen. Aber das sind noch 10 Tage und wir haben gerade gehört, was für eine Wahnsinnsinfrastruktur da aufgebaut werden muss. Und ich befürchte, es gibt wieder Enttäuschung am 1. März.